Herzlich willkommen zum neuen Video von Woma Adventure. Ja, diesmal geht es nach Salala, an eine schöne Lagune, kann man sagen, am Meer und dann weiter zu der Fasaya Beach, wo wir ein bisschen uns erholt haben, gebadet haben und eine Maus hatte ich da in meinem Camper. Ja, danach machen wir uns weiter unterwegs, wieder hoch und dann, sehen wir es, wie es weitergeht. Okay, viel Spaß beim Schauen. Tschüss. Wir sind unterwegs nach Salala. Noch 200 Kilometer und eine Kamelherde. Gleich neben uns und Riesenherde. Wow. Nicht schlecht. Nach vielen, vielen Kilometern, fast 800 Kilometern noch durch die Wüste, sind wir jetzt hier über den Berg und runter Richtung Meer und es geht ins tropische Salala. Hier am Stadtrand hat es eine wunderschöne Lagune mit Vögeln. Ist das nicht traumhaft? Wir fahren jetzt ans Meer. Hier in Salala an diesen einsamen Strand gestellt, aber die Omanis, die sind hier an Silvester, vielleicht aber auch immer, hier die absoluten Ausflügler. Überall kommen sie und finden es irgendwie cool, mit den Fahrzeugen hier zu queren und vielleicht auch uns zu begutachten. Wir fahren eine Morgentour am Strand und die Hunde genießen das, vor allem wenn es dann so viele Möwen gibt zum Gucken. Eines arabischen Pferdes mit Blick auf Kamele und Sonne ist das Leben doch einfach wunderbar. Ach, ist das schön, toll. Video! Moment, I'm not ready. Essen, aber die sind ja ganz brav, die müssen jetzt Vorführung machen. Now look, sit, warte, warte, warte. He said wait. Angie, sit, sit. Die warte tatsächlich, die schon mal. Die hat schon gewartet bei diesem mega leckeren. Schlag das Maul. Warte. Warte. Nimm's mal. Die Araber haben hier, Osman, haben ja auch ihre Freude an den Hunden und üben gerade Hundedressur. Now you are no more afraid? No more afraid? No more afraid. No more afraid? Okay. Arabic. They love me so much. I think so, yes. Yeah, especially your meat. She doesn't like me, she doesn't. Yeah, she thinks you give her to eat and. No, I don't. No? Okay, I'll give you. You don't need to mention, okay. He's like, give me.
man kann halt nur entweder fressen oder kuscheln, gell? Ja. So. Er freut sich, dass die ihm das so schön hinterherlaufen. Wir haben im Mozart gegessen von Mohammed Pizza und Art, so heißt der Name. Und das war lecker hier. Heute verlassen wir diesen schönen Strandplatz und ziehen ein bisschen weiter. Was ist? Ja, mache ich auch. Hier mal ein anderes Bild. So sieht ein Friedhof aus mit ganz einfachen Grabmälern hier im Oman. Wir fahren weiter und wechseln dann mal den Strandplatz hier durch dieses schöne Bergland entlang der Küste. On the way. Ein Kameldamm. Kamelfleisch, aber lebendiges. Endlich beim Strand unten und es ist sowas von steil, das ist ja Wahnsinn. Erster Gang immer noch Plateaubremse. Und ja, suchen wir da ein schönes Plätzchen. Kamelbesuch. Ganz neugierig. Oh, die haben noch nicht. Die kommen immer näher. So, wir sind am Wandern mal. Was anderes. Morgens um 6 schon los muss man, weil nachher wird es warm. An der Hidden Beach, in der Nähe der Fasaya, wie heißt Fasaya, die? Ja. Fasaya Beach. Und ja, jetzt schaut euch mal die Gegend an. Also man läuft hier entlang einer wunderschönen Felswand. Da ist das Meer, da unten eine Bucht. Da hinten geht dann irgendwann die Sonne auf und hier geht's hoch. Es ist jetzt 7:30 und ich schwitze schon. Hey.
So, mit dabei natürlich meine Wölfe, die sind auch eben dabei und die machen das extrem gern. Wow, ein versteckter Strand tatsächlich. So, dann läuft man da unter der Felswand unten durch. Wunderschöne Pfad haben sie angelegt, gleich daneben das Meer. Und Sonnenaufgang, man sieht es kaum, aber sie ist da. Aber ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt schon will. Das ist mal eine Kulisse, fantastisch, hey. Na, das ist mal geil, glaube ich, Termitenhügel oder irgendwas. Vielleicht weiß das einer von euch, an dem Baum wächst raus, beziehungsweise vermutlich war der Baum schon vorher da. So, wir treffen auf ein Wadi mit seinen schönen Steinformationen, eingefräst von Wasser. Da ist die Sonne. Unsere Wanderung hat uns hierher geführt, an diesen wunderbaren Balkon an der Küste der Fasaya Beach. Du bist rot. Schon gestern. Ich bin rot. Meine Vorfahren waren in Blauen. Sie denkt, sie hat den René verloren und der muss jetzt im Wasser retten. Ist er geschwommen? Wir haben eine Maus leider im Camper und die hat uns die Spülung vom Zerhackerklo angefressen. Wir haben es gemerkt, es geht nicht mehr und haben auch Mäusespuren gefunden. Das ist natürlich echt beschissen im wahrsten Sinne des Wortes. Und da hat sie alle Schnipsel hinterlassen von ihrer Fresserei. Also wir haben den Urheber gefunden. In diesem Schrank hat sich die Ratte, es ist eine Ratte, eingenistet. Da ist das Mäuslein, das lebt in unserem Camper. Ja, ich sehe sie freilich. Nein? Ich sehe sie, freilich, die hockt in der Ecke. René hat sie erwischt. Die ein bisschen größer ist als eine Haare. Süß ist sie. Ja. Soll ich jetzt? Jetzt. Meine erste Maus im Camper, ey. Super. Ich habe viel gehört, dass Leute Mäuse haben. Jetzt habe ich selber mal eine, ich hätte es nie gedacht. Ich habe sie gefangen von Hand, sie lebt noch. Und jetzt ist sie ganz zahm. Ich habe sie ein bisschen eingeschüchtert. Aber jetzt, was soll ich mit ihr machen? Ja, ich habe dann die Maus natürlich freigelassen, ein bisschen weiter weg. Aber die hat mir recht hinter der Toilette ziemlich viel angeknabbert. Vor allem das Stromkabel von der Toilette, ich habe das gleich ersetzt, weil der Durchmesser vom Draht war nicht mehr so groß. Ja, auf jeden Fall geht die Toilette wieder und alles ist jetzt wieder in Ordnung. Die war vielleicht einen Tag oder vielleicht zwei Maximum drin. Irgendwo ist sie reingekommen. Ich habe, glaube ich, mal die Tür offen gelassen. Dann ist sie vermutlich die Treppe hoch. Also Fliegengitter war zu. Ja, so kann es gehen. Das ist meine erste Maus, die ich da gehabt habe. Und es ist echt gar nicht lustig, vor allem wenn sie eben alles anknabbert. Ich meine, das Futter, das sie da erwischt hat, das geht ja noch. Aber dann die Kabel und so. Ja, zum Glück kenne ich meinen Camper und sie ist mir dann noch einmal entwischt da unter der Kommode, wo beim Waschbecken, da war sie an der Toilette, dann ist die tatsächlich durch ein winziges Loch und rüber zur Küchenkombination. Aber da konnte ich sie dann einfangen. Ja, so war's. Sandra, was sagst du zu dem? So viel Abfall? Ist das unser Abfall? Na, da war gestern Abend Party und die haben alles liegen lassen. Es ist schon eine Schande, ja. Aber fünf Säcke. Acht Säcke. Ach du ja. Scheiße. Das ist der Wahnsinn. Hat gar nicht alles Platz. Okay. Ja, wir müssen es jetzt halt in die Mülltonne vorne fahren. Ja. Aber das geben wir eigentlich, versuche ich dem Land zurückzugeben, indem ich es einfach aufsammle. Weil sonst landet es im Meer. Ist so. So, Wanderung vorbei. Strandurlaub auch vorbei. Jetzt geht es wieder hoch. Da diese Serpentinen.
und wieder weiter über Salala hoch der Küste entlang. Schöner Strand, hä? Ah, da kommen sie alle hinterher. Sebastian und Eli sind auch abgereist. So, unser nächstes Ziel ist das Wadi Darbat oberhalb von Salala. So, jetzt sind wir angekommen bei den Wasserfällen und es sieht sogar wirklich toll aus hier. Auch der Baum natürlich. Etwas oberhalb gibt es sogar noch mehr zu sehen. Wunderbar. Wie geil ist denn das, hey, am Morgen früh. Schluss die Bekehrung der Kamele und hier gibt es echt viel Wasser. Und das ist meine Aussicht von meinem Sitzplatz. Wow, wir sind an einem super schönen Plätzchen und es ist fast ein bisschen wie in der Schweiz. Fließendes Wasser und das nicht mal wenig. Nackt Badele! Du wolltest doch ein Foto von dir, oder? Wenn man im Paradies ist, dann muss man auch ein bisschen nackig baden hier. Ja, ja. Wasser sparen! Dieses Wasser ist uns gerade. Dass die Wasserschlange dich nicht frisst, pass auf, du! Aber das Wasser ist angenehm. Ja. So, da kommt Martin und Marietta, die wissen noch nicht, dass sie über den Fluss fahren müssen. So, wer weiß, vielleicht ist das seine erste kleine Flussdurchfahrt, aber der ist nicht so tief. Ja, ja, der macht das locker. Ist ein bisschen falsch. Rechts! Keine Ahnung, wo der durchgeht. Ah gut, der geht jetzt auch. So, das war's. Ja, Flussdurchfahrt ist nicht jedermanns Sache. Der hat sich eingebuddelt und versucht freizukommen, macht es eigentlich nur noch schlimmer. Das kann nicht funktionieren. Er geht immer tiefer und tiefer, ey. Oh Gott, ey. Irgendwann seufzt er ab. So, Hilfe ist gekommen. Jetzt reißt vermutlich das Seil dann. Das hält. Doch, es geht. Wir haben Besuch. Und hier ist das Empfangskomitee. So schaut das aus. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ich habe heute meinen Geburtstag. Geburtstagswanderung heute. Die haben jetzt die Jungen zwischen sich genommen.
So, wir sind am Wandern. Baby-Esel gibt es da. Zwei Stück, beschützt natürlich von der Mutter. Aber ganz süß, die Kleinen. Ganz süß da. Eieiei. So, wir sind auf der Suche nach einem 1000-jährigen Baum. Hier hinten ist, glaube ich, schon mal die Marke 500 erreicht. Also, ein paar hundert Jahre sicher. Hä? So, da haben wir ihn gefunden. 1000-jähriger Baum mit einem Durchmesser von Krone über 20 Meter, 25. Und da unten der Stamm. Tja, was ist das? 1,5, 2 Meter. Ja, wenn man diese alle stehen gelassen hätte, gäbe es noch viel mehr. Einfach schön. Also der René hat ja ganz spezielle Geburtstagsgäste hier, ja, am Tisch. Die sind ja irgendwie hier so auf Durchreise. Sie verteidigt halt den Camper. Ja, ja. Aber sie schwänzt. Kamel also am Geburtstagstisch. Die sind gut groß. Wir fahren wieder weiter von diesem schönen Platz hier am Fluss. Und es geht durch das Flussbett. Wie heißt so schön, in der Not ist der Mensch erfinderisch. Ich habe da ein Riesenrohr mit einer PET-Flasche. Hier ist noch ein Fahrradschlauch, damit es dicht ist dazwischen. Und dann mein Wasserdieb. Und jetzt kann ich den Tank füllen, ohne dass da zu viel rauskommt. Wir sind jetzt hier bei einem Sinkhole. Das Wasser, der Fluss, der geht da rein und dann versickert es in diesem Riesenloch. So, wenn man über das Gemäuer steigt, kommt man da auf einen alten Weg, schön runter, gut machbar, und dann hier in diesem Felsvorsprung. Und dann hat man nochmal einen Ausblick ins Loch runter. Gigantisch. So, wir klettern weiter runter, da gab es einen Weg bis hierher, jetzt wird er ziemlich steinig. Also, da war mal ein richtiger, ja, Weg, aber dann da geht es dann richtig runter. Oh, da gibt es ein Aussichtspodest. Wow, man kann da tatsächlich runterlaufen, ein bisschen alpin, ein bisschen Gestein, aber es geht. Und wow, da fließt manchmal das Wasser da runter und da jetzt gehen wir zu diesem Loch. So, jetzt bin ich dann zuvorderst am Loch, jetzt geht es dann glaube ich nicht mehr weiter. Aber ihr seht, hier war ursprünglich mal ein Weg gebaut. Der ist jetzt halb gesperrt. Aha, eine Aussichtsplattform. Wunderbar. Ein Haufen Tauben. Also, wow. Oh Gott. Das geht runter. Seht selbst. Also ich bin jetzt sicher die Hälfte runtergelaufen. Wow, amazing. Also ein Riesenloch, da versickert das Wasser. Und tschüss. Und von da oben, ganz oben, bin ich gekommen. Ja, und wenn man dieser alten Treppe folgt, kommt man da runter. Da unten geht es weiter. Man ist da früher ganz runter gekommen, offenbar. Aber da gehen wir jetzt nicht mehr hin. Ich glaube, das ist alles ein bisschen marot. Da unten liegt auch Eisen rum. Ja. Super, ey.
So, wir gehen wieder zurück. Hier unten ist sogar Handyempfang. Und diese Steine sind eigentlich fast ein Steinmassiv und voller solcher Löcher. Überall Löcher, Löcher. Baobab-Bäume. Also, die Lady weiß, wie sie heißen. Baobab. Baobab-Trees, ja? Und auf diesen Baobab-Trees hat es schöne braune Früchte. Hier sehen wir einen Baobab-Baum und der ist steinalt. Und schaut mal diese Früchte an da oben. Die hängen da einfach so dran. Das ist jetzt der Weihnachtsbaum. Hey. Ja, ihr seht, der Stamm ist also sicher 3 Meter im Durchmesser. Extrem groß. Und so sieht so eine Frucht aus. Und die ist schon runtergefallen. Die hat eine samtige Haut, Schale und innen vertrocknet, aber riecht wie Honigmelone. Dass der Baum alt ist, sieht man an den Runzeln. Natürlich ist er extrem dick. Und es hat auch Höhlen, in die Hunde gucken können. So, das war es wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer Daumen hoch und ja, neue Nachricht, ich habe jetzt 10.000 Abonnente. Es geht langsam hoch, bei anderen geht es schneller, bei mir geht es einfach langsam, ja. Aber egal, ich mache es, weil es mir Freude macht, zumindest meistens und wegen euch auch. Und ja, danke, wart ihr dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss.